Der amerikanische Schriftsteller Charles Bukowski ist tot. Er starb im Alter von 73 Jahren in einem kalifornischen Krankenhaus an Lungenentzündung. Zu Lebzeiten war er so umstritten wie kaum ein anderer Autor. Die einen hielten ihn für einen schamlosen Wüstling, die anderen sahen in ihm einen der wichtigsten amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart. Bukowskis Name wurde wie kein anderer mit Sexorgien und Alkoholexzessen verbunden. Sein oft pornografischer Stil wurde lange abgelehnt. Im Laufe der Jahre entwickelte sich Bukowski aber zum Kultautor. Allein in Deutschland wurden seine Bücher 2,5 Millionen Mal verkauft. Bukowski gestorben. Der amerikanische Schriftsteller Charles Bukowski ist tot. Der einstige Kultautor der 68er-Generation starb im Alter von 73 Jahren in Kalifornien an Krebs. Der 1920 in Andernach am Rhein geborene Autor verfasste rund 60 Gedicht- und Erzählbände, aber auch Romane in einer oft vulgären Sprache. Der amerikanische Schriftsteller Charles Bukowski ist im Alter von 73 Jahren in San Pedro in Kalifornien gestorben. Der in Andernach am Rhein geborene Autor, Sohn einer Deutschen und eines Polen, galt als literarischer Außenseiter. In einer drastischen, oft vulgären Sprache schrieb er über Suff und Sex und über die Schattenseiten der amerikanischen Gesellschaft. Seine Verachtung für Lebensweise und Werte der Durchschnittsbürger prägten Gedichte, Erzählungen und Romane. Zu seinen bekanntesten Büchern gehören die Aufzeichnungen eines Außenseiters, Der Mann mit der Ledertasche und Hollywood. Er war ein Säufer, ein Hurenbock und manchmal ein Rebell, der Schriftsteller Charles Bukowski. Im Alter von 73 Jahren ist er jetzt an einer Lungenentzündung in Los Angeles gestorben. Die Sprache, die Bukowski in seinen Gedichten, Short Stories und Romanen anschlug, war wie seine bevorzugten Themen: hart, brutal, obszön. Er galt deshalb im prüden Amerika als Dirty Old Man, als schmutziger alter Mann der US-Literatur. Sein Erfolgsrezept war simpel. Er beschrieb das Leben, wie es war, ohne Scheuklappen anzulegen. Sabine Taube über die Kultfigur Charles Bukowski. Mit Scotch, Bier und Frauen vertrieb sich Charles Bukowski am liebsten die Zeit. Von den Amerikanern wurde er dreckiger alter Mann der amerikanischen Literatur genannt. Mit 13 Jahren hatte er angefangen zu trinken. Mit 36 hätte der Alkohol ihn beinahe umgebracht. Doch er trank weiter. Charles Bukowski hatte keine Angst vorm Sterben. Dying is okay. Sterben ist okay. Entweder sterben oder gesund werden. Alles dazwischen ist Mist. Nur im Bett rumliegen ist zum Kotzen. Völlig sinnlos. Seine Abscheu vor dem Spießertum war abgrundtief. Der autobiografische Film über sein exzessives Leben hat ihm wenig Erfolg gebracht. Sein Frauenbild war bestimmt von der Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse. Wenn man den Boden unter den Füßen verliert, kommt man nicht mehr weiter. Solange ich denken kann, habe ich provoziert. Ich habe alle Menschen dazu aufgefordert, ihre Seele zu töten. Die Wahnsinnigen ebenso wie meine Freunde. Auch Jahre später, hier mit seiner Frau, hat er gerne provoziert. Doch zuletzt lebte der Aufsässige in dieser Villa. Er denkt gerne an die schlechten Zeiten zurück. Working at the car wash. In einer Waschanlage arbeiten. Ich wollte einen Job in einer Waschanlage. Ich habe ihn nicht bekommen. Es ist hart. Die Liste war zu lang. Auto waschen, Geschirr waschen, die Jobs waren schwer zu kriegen. Doch ich habe den besten bekommen. Insgesamt hat Charles Bukowski 60 Bücher veröffentlicht. In Deutschland wurden 2,5 Millionen Exemplare verkauft.